Abgestandene Luft. Ja, und der viele Alkohol. Ist aber echt nett, dass du uns nach Hause fährst. Keine Ursache. An der nächsten Straße müssen wir rechts. Geht klar. Aber ich muss vorher noch mal für kleine Jungs. Ich fahr da vorne mal auf den Parkplatz. Gut, aber nicht so lange, ja? Ganz sicher nicht. Wie geht es dir jetzt? Oh, dieses verdammte Gesöff, das hat mich umgehauen. Nur die Ruhe. Wir sind ja leicht da. Wer braucht der bloß so lange? Vielleicht muss er ja erst noch sein Ding in der Hose suchen. Ach was, das ist schon in Ordnung, dass er uns mitgenommen hat. Sonst hätten wir vielleicht bis morgen früh auf den Zug nach Hause warten müssen. Das hätte ich in diesem Zustand wohl auch noch überstanden. Du vielleicht schon. Aber mir wird schnell kalt. Dann solltest du vielleicht nächstes Mal auch mehr trinken. Was denn? Ich glaube, da draußen ist jemand. Wäre ja auch komisch, wenn unser neuer Freund plötzlich weg wäre, oder? Von dem rede ich nicht. Es war etwas anderes. So, als wenn zwei Augen in der Dunkelheit geleuchtet hätten. Anja, das ist echt nicht komisch. So war das auch nicht gemeint. Anja, hör auf damit, das ist echt nicht mehr witzig. Sehe ich vielleicht amüsiert aus, Miriam? Ah! Verflucht! Was zum Teufel war das? Ich weiß es nicht, aber wir sollten schnell weg. Verdammt, wo ist Sven?
Verflucht, wo bleibt der Kerl? Vielleicht sollten wir ihn suchen. Bist du bescheuert? Ich gehe da jetzt bestimmt nicht raus. Mein Gott! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von den Spielchen, die er mit uns treibt. Zurück zum Auto laufen. Ich meine, wer weiß, wann wir hier an ein Haus kommen. Was war das für ein Ding? Es hat Sven umgebracht. Wir müssen hier sofort weg. Das war doch kein Mensch. Und verdammt, Miriam! Lauf! Ich glaube, der Alkohol zeigt seine Nachwirkung. Wenigstens bist du nicht mehr so breit wie vorhin. Wenn ich bloß wüsste, in welche Himmelsrichtung wir gelaufen sind. Guck mich nicht so an. Ich war nie gut in Heimatkunde. Ich eigentlich schon. Aber ich hatte niemals 1,5 Promille im Blut. Wollen wir weiterlaufen? Lass uns lieber ein Weilchen gehen. Mir tut schon die Beine weh. Aber Sven, wir müssen ihm doch helfen. Vergiss es, Miriam. Sven ist tot. Diese Kreatur hat ihn umgebracht. Komm. Alles in der Welt steht einen unbeschrifteten Grabstein auf. Noch dazu mitten im Wald. Steh! Rein, oder? Was denn sonst? Ich meine, wir sind schon etliche Kilometer gelaufen und haben nichts und niemanden gefunden. Vielleicht ist das unsere einzige Chance. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. Meinst du, das Monster verfolgt uns noch? Wahrscheinlich schon. Aber selbst wenn. Wir haben einen großen Vorsprung, es sei denn, das Ding kann fliegen.
Sprachwissenschaften. Aber ich denke, das ist Latein. Ich hatte mal Latein in der Schule, aber das ist schon Jahre her. Hast du jetzt die Möglichkeit, es zu testen? Verdammt, wenn ich bloß nicht so viel Alkohol heute getrunken hätte. Reiß dich zusammen. Bin ja schon dabei. Sag mal, hast du ein Feuerzeug zufällig in der Tasche? Ich kann ja so schlecht sehen. Ja, warte. Übersetzen. Ich behalte ja alles im Auge. Also pass auf, hier steht: Wer einmal kreuzt den Pfad der verlassenen Seelen, werden richten die Mächte der Finsternis. Das klingt wie ein Satz aus einer schlechten Bibelstunde. Guck mal, hier steht noch so was Komisches. Und zwar: Wer einmal Halt macht am Rande des Weges, wird den Zorn des Wächters der verlassenen Seelen ernten. Wer Halt macht am Rande des Weges? Der Wächter, der Sven getötet hat. Und der Grabstein. Schnell lies weiter. Steht da etwas, dass diejenigen, die dem Zorn des Wächters entgangen sind, an ein Haus kommen oder eine Gruft oder so etwas. Einen Moment. Miriam, Sie sind hier! Was ist hier los? Ich sah da eben zwei schreckliche Augen. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Keine Ahnung. Aber sie waren da. Steht noch in dem Buch. Hier steht, wir sind, wir... Was? Sag endlich, was los ist. Sind im Bann der Dämonen. Wir können sie schmecken, riechen und hören. Aber wir können sie nicht sehen. Und du irrst dich in deiner Übersetzung auch nicht? Nein. Denn ich kenne viele dieser Ausdrucksformen aus meinem Handbuch der Dämonologie. Wir müssen schnellstens hier raus. Ihr seid verloren. Warum wir? Das habt ihr doch selbst gerade gelesen. Wir haben euch nichts getan. Und ob ihr das habt? Doch nun werden die verlassenen Seelen Rache. Was haben wir euch getan? Und wer sind die verlassenen Seelen? Wir sind die dunkelsten Winkel eurer Seelen. Wir vereinigen uns alles Böse, das in euch steckt. Wir lieben das Chaos und die Zerstörung. Aber wir zerstören doch nichts. Wir haben euch nichts getan.
Wir sind ein Teil von euch. Und nun werdet ihr von diesen Teufeln zerstört werden. Aber es gibt noch einen anderen Teil in uns. Nämlich das Gute. Dieser Teil ist in unserem Reich bedeutungslos. Aber nicht machtlos. Ich glaube an das Gute. Sei still, oder du wirst bestraft werden. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Anja, was tust du? Ich beuge mich nicht vor dem Bösen. Ja. Ach, mein Dozent meinte zu mir, er liest sich den Prolog immer erst hinterher durch. Mhm. Warum er das macht, weiß ich auch nicht, aber... Was ist los? Warum? Irre ich mich? Oder liegt da vorne tatsächlich jemand am Wegrand? Oh hey, du hast recht. Ob sie noch lebt? Was hat sie denn?